herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz. Am Dienstagabend Heimspiel im Audi Sportpark. Wir empfangen den MSV Duisburg um 18.30 Uhr. Ja, Stefan, knapp 48 Stunden nach dem letzten Spiel steht quasi das nächste vor der Tür. Wie viel vom letzten Spiel nimmt man mit? Wie viel Aufarbeitung ist schon geschehen? Und wie sehen die Planungen für morgen Abend aus? Bitte schön. Ja, ich begrüße euch auch recht herzlich zur Pressekonferenz. Aufarbeitung war sicherlich einfach nach dem Spiel auf St. Pauli. Hat auch Spaß gemacht. In das Spiel für morgen nehmen wir alles Positive mit, was in Hamburg passiert ist. Wir haben sehr, sehr gutes Pressing gespielt. Wir haben viele gute Umschaltaktionen gehabt und haben uns letztendlich dann auch für unseren hohen Aufwand belohnt und auch verdient in der Höhe gewonnen und auch verdient diese Torausbeute dann erzielt. Für morgen ist es so, dass uns ein Gegner erwartet, der sehr gut in die Saison gestartet ist, vor allem auswärts zu punkten weiß, weil beide Siege auswärts sowohl in Heidenheim als auch in Bielefeld passiert sind und wir schon gewarnt sein müssen, dass da einiges auf uns zukommt. Das ist eine sehr eingespielte Mannschaft, die sich auch souverän durch die dritte Liga gespielt hat und eigentlich diesen Lauf auch mit in die Saison genommen hat und das Woche für Woche auch auf den Platz bringt. Für uns sicherlich entscheidend, dass wir uns nicht von dem 1:6 gegen Nürnberg blenden lassen, weil das Ergebnis in keinster Weise den Spielverlauf widerspiegelt. Von daher sind wir gewarnt, aber nichtsdestotrotz freuen wir uns natürlich auch auf unser Stadion, auf unsere Fans, auf unsere Zuschauer. Und wir wollen natürlich jetzt auch diese Form und diese Leistung zu Hause dann auch bestätigen, um dann gemeinsam mit unseren Fans auch den ersten Heimsieg in dieser Saison zu feiern. Zum Personal. Es ist so, dass alle Mann an Bord sind, bis auf Alfredo Morales, der wie bekannt auf St. Pauli frühzeitig leider ausgewechselt werden musste. Er hat einen sehr starken Pferdekuss bekommen. Müssen wir jetzt mal abwarten, wie sich das heute noch entwickelt. Wir haben noch kein Feedback aus der medizinischen Abteilung. Ich hoffe natürlich, dass er heute zumindest mit Lauftraining beginnen kann und dann morgen nochmal für die letzte Einheit dann auch auf dem Platz stehen kann. Ansonsten sind alle Mann an Bord, was sehr schön ist, weil wir wieder aus dem Vollen schöpfen können und das auch werden in dieser englischen Woche. Und von daher freue ich mich schon auf morgen Abend. Ja, Stefan, würde ich doch gleich mal kurz da anschließen. Du hast ja schon angedeutet, aus dem Vollen schöpfen ist gut für dich. Planst du aktiv in der englischen Woche da auch zu rotieren? Ja, wir planen zu rotieren, weil wir überzeugt sind von unserem Kader, dass wir das auch können. Wir haben genügend Qualität und wir wollen natürlich auch Kräfte schonen für das nächste Spiel dann auch. Und ich glaube, jeder weiß, dass wir einen sehr, sehr hohen Aufwand auf St. Pauli betrieben haben und das sicherlich noch bei dem einen oder anderen eventuell in den Knochen steckt. Und von daher ist die ein oder andere Umstellung für morgen sicherlich denkbar oder besser gesagt auch möglich. Trotzdem ist es ja gerade so, dass du deine Mannschaft, dass die jetzt sich findet. Gehört es trotzdem mit dazu, dass man so durchrotiert und stört es diesen Prozess nicht, dass sich die Mannschaft noch mehr einspielt? Nein, das stört den Prozess nicht, weil wir nicht nur aus 11 oder 12 Spielern bestehen, sondern aus einer großen Gruppe von über 20 Spielern und jeder hier eine Qualität besitzt, auch in der Anfangsformation zu stehen. Und ich bin davon überzeugt, dass jeder Spieler, der morgen seine Chance erhält, diese dann auch dementsprechend nützt. Und bin, ja, wie gesagt, davon überzeugt, dass wir da auch den richtigen Schlüssel finden, auch in einer anderen Besetzung als vielleicht auf St. Pauli. Sie hatten vor dem Spiel gegen St. Pauli auch angesprochen, dass Ihnen wichtig ist, dass Sie zu dieser FCI-Identität zurückkehren, mit dem Pressing zum Beispiel, mit dem System. Inwiefern ist das für Sie ein besonderer Anreiz? Sie haben jetzt betont, wie wichtig die Fans für Sie sind. Inwiefern ist das ein besonderer Anreiz, denen zu Hause auch wieder diese FCI-Identität zu zeigen? Ja gut, wir haben ja in den letzten beiden Spielen schon angedeutet, wie wir agieren wollen. Es wird jetzt wieder viel über das Wochenende gesprochen, weil wir das Spiel 4-0 gewinnen konnten.
Aber wir haben gegen Aue zu Hause auch nochmal ein richtig gutes Spiel gezeigt, über 90 Minuten. Und da hat man auch schon gesehen, wo wir mit der Mannschaft hinwollen. Und die Mannschaft hat es definitiv sehr gut umgesetzt und auch versucht umzusetzen. Und es ist einfach ein Prozess, der nicht von heute auf morgen abgeschlossen ist, sondern wir brauchen da auch noch Zeit. Und es war auch auf St. Pauli vielleicht noch nicht alles perfekt, aber ich denke, dass wir da auf einem guten Weg sind und wir werden diesen Weg auch weitergehen. Und für uns ist einfach wichtig, dass wir morgen, ja, wenn der Schiedsrichter anpfeift, von Beginn an da sind und gleich die Zuschauer mit im Rücken haben und dann wirklich nicht das kleinste Fünkchen aufkommen lassen, dass wir das Spiel morgen aus der Hand geben. Und dazu sind erstmal wir gefordert und dann natürlich werden unsere Zuschauer mit auf den Zug aufspringen und werden uns dementsprechend auch unterstützen. Wie sehr lechzen Sie und die Mannschaft denn danach, dass es endlich mal wieder einen Heimsieg gibt? Ich glaube, der letzte war in der letzten englischen Woche in der Bundesliga. Ja, das ist natürlich, die Vergangenheit interessiert mich eigentlich nicht, wann der letzte Heimsieg war. Mich interessiert das, was jetzt morgen passiert und wir sind da heiß drauf und wollen natürlich den Heimsieg. Vor allen Dingen, wenn man die letzten drei Spiele, in denen ich jetzt an der Seitenlinie stehen durfte, auch betrachtet. In Fürth eine volle Fankurve von uns, in Hamburg eine volle Fankurve, zu Hause gegen Aue über 10.000 Zuschauer, dann stehen wir auch in der Pflicht, unseren treuen Fans und unseren Zuschauern auch jetzt endlich den ersten Heimsieg zu schenken.